Hallo zusammen und herzlich willkommen auf dem Kanal von Regenerativ Europa. Uns erreichen momentan sehr viele Fragen, wie man in der regenerativen Landwirtschaft mit Unkräutern umgeht. Deshalb haben wir für euch einige Ausschnitte aus dem aktuellen Bodenkurs von Dietmar Näser und Friedrich Wenz zusammengestellt. Zum Kurs kann man sich übrigens immer noch anmelden. Mehr Infos dazu erhaltet ihr am Schluss von diesem Video. In einer der Fragesessionen des Bodenkurses hatten wir gleich drei Fragen zu Unkräutern. Es ging dabei um Disteln, um das Erdmandelgras und um die Quecke. Die erste Frage beantwortet Friedrich. Wir haben im Grünland, es geht um eine Dauerweide von Rindern und Pferden auf einem Streifen von etwa 4 auf 10 Metern enormen Disteldruck. Was kann ich tun und was zeigt das mir? Fangen wir mal mit dem zweiten Punkt an. Was zeigt es mir? Disteln wachsen immer da, wo wir ein oxidatives Milieu im Boden haben. Das heißt, das ist ein Bereich, wo wir auf der einen Seite Nährstoffe, aber auch Energie verlieren, wo wir immer Nährstoffüberschüsse haben, und zwar aus abbauenden Prozessen. Und sehr oft haben wir auch massive Verdichtung. Das muss aber nicht immer sein, weil es gibt auch dann einige Situationen, wo nicht mal unbedingt eine Verdichtung vorliegen muss, wie zum Beispiel der enorme Nährstoffpeak 2018 nach der ewig langen Trockenheit. So, höchstwahrscheinlich wird das ein Streifen sein, wo sie entweder einen schwereren Boden haben, der mit der Belastung durch das dauernde Betreten und der Druck von den Hufen einfach da sensibler ist. Und dadurch gibt es dann die Verdichtungen mit den ganzen Konsequenzen. Oder es ist eben ein Bereich, wo sich die Tiere bevorzugt aufhalten. Und dann haben wir natürlich da auch ein erhöhtes Aufkommen an Urin und Kot, haben dadurch die Nährstoffüberschüsse. Und wenn sie dann sich da natürlich auch aufhalten, wenn es dann mal nasser ist, dann kommen da eben die Verdichtungen dazu. Und das führt eben dazu, dass wir dort diese oxidativen Verhältnisse im Boden haben. Wie kommen wir da raus? Also ganz sicher nicht, indem wir jetzt direkt meinen, die Disteln bekämpfen zu können, sondern wir müssen die Rahmenbedingungen, wir müssen das Milieu ändern. Und das geht im Dauergrünland natürlich jetzt nicht, indem wir jetzt dann wild drauf losarbeiten, weil das ja in den meisten Fällen nicht ohne weiteres möglich ist. Was auf jeden Fall möglich ist, vor allen Dingen, wenn das eine relativ kleine Fläche ist, also wir reden ja hier jetzt von 40 Quadratmeter, dann können Sie, wenn Sie mit Fermenten arbeiten, das wird ja dann spätestens im Laufe des Jahres der Fall sein, auf diesen Flächen einmal größere Mengen an Fermenten ausbringen. Größere Mengen heißt, das ist ein bisschen mehr wie 100 Liter pro Hektar. Also wenn Sie hier dann einfach mal, ich sage jetzt mal, umgerechnet auf einen Hektar, jetzt mit 300 bis 500 Liter pro Hektar arbeiten, mit Wasser verdünnen und das ausbringen, dann haben Sie von oben her schon mal einen Input, der Ihnen einen reduktiven Prozess startet. Des Weiteren natürlich Luft reinbringen, das heißt mit Wiesenlüfter, falls vorhanden, beziehungsweise auch eine entsprechende Lockerung mit einem narbenschonenden Lockerungsgerät ist natürlich eine Option, wenn Sie nicht zu viele Steine haben und diese Technik zur Verfügung steht. Und ansonsten als weitere Maßnahme überlegen, also einfach auch das Verhalten der Tiere studieren und anschauen. Und dass man dann, wenn man dafür sorgen kann, dass also die hohe Tierkonzentration auf dieser Stelle dann entsprechend auch verlagert werden kann. Ein kleiner Nachsatz von mir. Ja. Winterweiden. Die sehen ja meistens hinterher schrecklich aus ohne Ende. Und dort ist diese Narbenlockerung mit Fermenteinspritzung
der schnellste Weg, wieder einen normalen Weidebetrieb in Gang zu bringen und den Unkrautdruck zu reduzieren. Absolut. Ja, und nun zur nächsten Frage. Dietmar, habt ihr auch schon Erfahrungen mit Erdmandelgras? Welche Lösungsansätze gibt es dafür in der regenerativen Landwirtschaft? So, da möchte ich mal die beiden Kolleginnen in Zhangzhang und in Wädenswil zitieren. Die Frau Wirth und die Frau Keller, die Schweizer Kollegen, haben ja viel Erfahrung mit Erdmandelgras, weil es dort reichlich regnet. Erstens, Erdmandelgras ist ein Sauergras, darf man nicht vergessen. Im Übrigen, wer sich mit Unkraut auseinandersetzt, bitte zuerst in die ganze Taxonomie reingucken. Da hat man nämlich oft schon die Antwort zu den Ursachen. Es ist ein Sauergras. Sauergräser wachsen dort, wo der Boden die Struktur verliert. Zweitens, Erdmandelgras tritt häufig auf in Regionen, wo es viel regnet. Da haben die Schweizer Kollegen in dem Falle mal einen Nachteil. Ansonsten sind das ja eher Vorteile gegenüber uns mit dem vielen Regen. Drittens, Erdmandelgras ist typisch für Sommerkulturen und dort, wo Sommerkulturen nacheinander stehen, immer wieder, ist es klar, dass die dann irgendwann mal da sind. Viertens, Erdmandelgras kommt zuerst in den Kulturen, die intensiv bearbeitet werden, sprich Gemüsebau. Und ich habe mir den Schweizer Gemüsebau angesehen, also das Bodenschädigen bis zum geht nicht mehr. Im Übrigen, wir machen auch Gärtnerkurse. Ich zeige mal dieses Bild hier. Da sieht man schon, im Vordergrund ist es Erdmandelgras, ist klar. Da sieht man schon im Hintergrund, 10 Meter weiter, einen starken Wechsel der Bodenfarbe. Und das weist auf Strukturschäden hin. So, wenn ich Gemüse anbaue mit zigtausenden Schweizer Franken pro Hektar Umsatz, dann gibt es keine Grenze mehr bei dem Aufwand der Bodenbearbeitung. Also es wird mit Gewalt alles zurechtgemacht wie im Straßenbau. Und dort kommt es her. Erstens, wechseln Sie die Kulturen. Wir sprechen in der regenerativen Landwirtschaft von Wechselwinterung, Sommerung als Basis der Fruchtfolge. Dort, wo nur Sommerungen angebaut werden, wird es gefährlich. Sehen Sie zu, dass Sie Ausgleichsflächen mit hinzubringen. Geht es nicht, dann kommt zweitens. Für die Bodenbearbeitung sollte man das Minimum anstreben, auch in gesäten Kulturen wie dieser. Da ist garantiert auch bei Ihnen noch Luft drin. Minimum heißt nicht nichts machen. Minimum heißt, dass wir die Böden idealerweise zur Flächenrotte so bearbeiten, dass wir mit wenig eingreifenden Geräten, also nicht 5 bis 7 Arbeitsräume im gleichen Gerät, wie die ausgefuchsten grober scheibeneckigen Kombinationen, nicht mit angetriebenen Geräten mit höchster Wellendrehzahl, ohne hinzugucken, was das macht, arbeiten, sondern gerade so, dass es reicht, eine normale Struktur hinzustellen. Drittens, es gibt die passive Verdichtung durch die Ungleichgewichte in der Basensättigung plus die Ungleichgewichte im CN-Verhältnis plus viel zu wenig Humusaufbau. Deswegen sprechen wir ja von regenerativer, das heißt bodenbelebender und humusbildender Bewirtschaftung. Auch in diesen Kulturen ist das möglich, wobei es allerdings etwas anspruchsvoller ist als im normalen Ackerbau. Also Düngung beobachten, nach Albrecht-Analyse vorgehen, damit Sie diese Nährstoffgleichgewichte bei der Düngung anstreben können. Sie werden sie nicht erreichen, aber anstreben kann man sie ja. So, dann gehen wir mal ans Erdmandelgras direkt ran. Das Zeugs ist anderswo ein Gemüse, im Übrigen nicht ganz unlecker, weil es einen sehr hohen Gehalt an Fetten, an komplexierten Kohlenhydraten und an Vitalstoffen hat. Und drumherum eine Schale, deswegen heißt es Erdmandelgras. Warum macht das Gras das? Es ist, wie jedes andere Unkraut in Pionierpflanzenstellung, die Chance für das Bodenleben, den Boden mikrobiell wieder aufzusiedeln. Das ist die Dünndarmfunktion vom Boden. Also praktisch das Inokulum für Mikrobiologie, damit die was zu fressen haben. Und dort kriegen wir es gepackt. Sorgen Sie für Gare, sorgen Sie für mikrobielle Belebung. Das geht am besten mit Zwischenfrüchten, mit Gründüngungen, mit Pflanzen. Vor dem Lauch zum Beispiel. Ich weiß, dass es schwierig ist mit den gesäten Gemüsekulturen, aber es ist nicht chancenlos. Deswegen machen wir den Bodenkurs. Sorgen Sie durch die Fermenteinspritzung bei der Bodenbearbeitung für einen reduktiven Bodenstoffwechsel, für eine Rotte.
Warum diese Fermente? Weil in dem Moment, wo sie die Böden bearbeiten, die Pflanzen den Bodenstoffwechsel nicht mehr steuern können. Das muss man erstmal verstehen. Der Bodenstoffwechsel mit den Mikroben da drin steuert sich durch Pflanzen. Und wenn sie den Boden bearbeiten, wo sind die Pflanzen? Sie sind weg. Also bauen sie die Pflanzeneigenschaften mit ihren Steuerungsinstrumenten nach, mit den Pflanzenfermenten. Das ist der Trick an der Sache. So, dann haben sie die Basis gegen Erdmandelgras. Und wenn es dann auftaucht, nicht verrückt werden. Wir sprechen ja von der frühen Vitalisierung, was eine schöne Wirkung auf Unkräuter hat. Wie weit, nicht Wirkung, sondern was eine unkrautunterdrückende Wirkung hat, weil es bodenbelebend wirkt, die frühe Vitalisierung. Wie weit es reicht bei Erdmandelgras, haben wir keine Erfahrung, schlicht aus Mangel an Erdmandelgras. Deswegen die Bitte an die Schweizer Kollegen, checkt die Situation, setzt die Dinge um, die wir gerade angesprochen haben. Bitte teilt uns mit, was da passiert. Im Übrigen an Bodenproben und Pflanzenproben sind wir sehr interessiert. Direkt Kontakt hierher, wenn es wieder auftritt. Simon, ich hoffe, du hörst mit. So, mehr können wir im Moment nicht sagen. Es wäre schön, wenn die beiden Kolleginnen, die angesprochen worden sind und die nicht nur sie, auch andere in den Projekten zur Zurückbringung des Erdmandelgrases im Gemüsebau involviert sind, wenn die beiden Kollegen da mal den Kontakt suchen und wir vielleicht gemeinsam die Strategie, aber auch das Zusammensuchen von Erfahrungen, Daten, Proben und Werten gemeinsam machen. Ja, und in der letzten Frage geht es um die Quecke. Ist eine Flächenrotte im Dauergrünland sinnvoll, wenn der Bestand vorwiegend mit Quecke bewachsen ist? Oder sind andere Maßnahmen sinnvoller und eine Neueinsaat ist nicht notwendig? Auch hier ist zuerst mal die Frage zu stellen, warum ist die Quecke da? Die Quecke, ähnlich wie die Distel, braucht einfach bestimmte Bodenverhältnisse. Zum Beispiel braucht sie vorrangig ein oxidatives Verhältnis. Wenn Sie die Quecke im Boden haben im Dauergrünland, dann bitte schauen Sie sich mal das Dauergrünland an. Nehmen Sie den Spaten, schauen Sie mal rein und Sie werden sehen, dass Sie ein massives Strukturproblem haben. Aber nicht nur das Strukturproblem, sondern auch über eine Albrecht-Analyse. Die Bodenchemie ist in diesem Fall sehr wichtig, weil hier auch Überschuss- bzw. Mangelsituationen durchaus eine Rolle spielen können. So, eine Neuansaat ist natürlich immer ein Weg, nur ob diese Neuansaat dann langfristig erfolgreich ist, das ist die andere Frage. Weil wenn Sie die Ursachen als solches nicht beheben, dann werden Sie die Quecke nicht lange weg haben und dann etabliert sie sich wieder. Das heißt, auch hier wieder bringen Sie Luft in den Boden hinein über den Wiesenlüfter bzw. über die Lockerung, die narbenschonende, wenn es möglich ist. Sorgen Sie dafür, dass wenn Wirtschaftsdünger draufkommt, dass dieser Wirtschaftsdünger auf jeden Fall aufbereitet, das heißt in einem fermentativen Zustand ist. Wir können das nicht oft genug wiederholen. Für Betriebe, die mit Vieh arbeiten, die mit Wirtschaftsdünger zu tun haben, ist die Aufbereitung der Wirtschaftsdünger, gleich ob jetzt Mist oder Gülle, die wichtigste Maßnahme, weil sie damit mehrmals im Jahr auf die Fläche kommen, die Bodenbiologie steuern und über die Aufbereitung ihrer Wirtschaftsdünger auch es in der Hand haben, in welcher Form die Nährstoffe vorliegen. So, und die Flächenrotte macht im Dauergrünland auch absolut Sinn, aber das ist dann die sogenannte Flächenrotte im Stehen und zwar zum Ende der Saison, dass dann praktisch der letzte Aufwuchs nicht mehr abgefahren wird, sofern er dann überhaupt genutzt wird, sondern ganz gezielt über einen Mulchvorgang zusammen mit Fermenten und mit Zeolith, das sind nämlich dann die Tonmineralien, die dann quasi dafür sorgen, dass auch oberirdisch diese Tonhumuskomplexe entstehen können und was an Nährstoffen freigesetzt wird, gebunden wird, dass sie das mit diesen Komponenten zusammen praktisch abmulchen und dann kann das dann über den Winter liegen bleiben. Das Modul 2 im April diesen Jahres steht in den Startlöchern. Wir sehen uns dort live.
so wie die Bedingungen es ermöglichen. Wer Interesse hat, kann immer noch daran teilnehmen, weil das erste Modul aufgezeichnet ist und nachzuhören geht. Der eine und der andere Kurs in den Gastgeberbetrieben hat noch Platz. Bitte informieren Sie sich über grünebrücke.de und humusfarming.de. Alles Gute für den Start in die neue Saison.